zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Ultra Randomizer Hard Gold Nuzlocke Deluxe mit Katsumiri Feurio. Hallo, hallo. Ah, die Spielhalle, die Spielhalle. Die Spielhalle. Da kommt unser Spielsucht-Blauli wieder durch. Hallo. Das ist übrigens keine Spielsucht. Ja, das ist richtig. Team Rocket ist ja nicht mehr da. Zukünftige Legende ist, möchtest du dich am Münzspiel versuchen? Ich habe es auch auf einen Pokémon als Preis abgesehen, aber ich bekomme einfach nicht genug Münzen zusammen. Ja, traurige Geschichte. Hä? Weißt du, wie das Glücksspiel hier funktioniert? Ja, weil früher war die Spielhalle von Team Rocket benutzt und getrieben. Aber diese Halle war von außen so riesengroß und jetzt ist gar nichts. Herr von Zock. Herr von Zock. Kennst du nicht. Ich mache einen Gambling-Kanal und nenne mich Herr von Zock. Dann zeig mir mal, was du im Münzspiel so drauf hast. Oh, what is das? Hatten wir das nicht schon mal gespielt? Ja. Das ist das gleiche, was drüben auch war. Ja, ne? Ja. Du kannst die obere Reihe komplett aufdecken. Balui! Hast du es jetzt schon wieder vergessen? Ich muss mir erst einmal das Ganze angucken. Ich hab schon die zweite verstanden. Reihe kannst du, die dritte Reihe kannst du komplett aufdecken. Ja, ich aufdecken. Weiß. Langweilig, dass es hier die gleichen Glücksspiele gibt. Ja, so doof. Ich hätte echt gedacht, wir hätten hier eine richtige Spielhalle. So, kannst auch theoretisch jetzt hier Reihe 1... Hier ist alles voll. Bis auf eine einziger. Ja. Ha. Das bedeutet aber... Ja, also die hatten das ja erklärt, wie wir das theoretisch machen können. Es gibt mal 3, mal 2 und mal 1. Das bedeutet, wenn wir jetzt in einer Reihe schon eine Zahl erreichen, voll wäre, dann hätten wir nicht das Problem. Tun wir aber in keiner Reihe. Gibt es... Ach so, weil da am Ende 6 bei rumkommen muss, okay. Genau. Hier haben wir 5. Das stimmt ja auch. Hier ist also nur noch ein einziger drin. Da genau. Irgendwo ist noch aber noch hier mal sind eine... auch 2 Bomben. Genau. Hier müsste dagegen irgendwo eine 3 versteckt sein. Und das kann nicht in dieser, das kann nicht hier sein, weil die Quersumme gibt nur 2. Genau. So, das heißt, es muss entweder hier eine 3 drin sein. Oder oben. Oder ganz und jetzt oben ist eine 50-50-Chance, was das angeht. Sehr schön. Ja, ein bisschen Risiko, ne? Ein bisschen Risiko. Genau. So, jetzt haben wir hier 4. Ja, hier muss ja eine Bombe sein, das ist da die 3. Ja. Yes. So, dann ist das hier definitiv eine Bombe. Können wir aber nicht markieren, oder? Doch, können wir. Gar nicht. Ach, guck mal, ich kann schätzen, was da drin ist. Okay. So, wenn da eine Bombe ist, hilft uns das irgendwie. 4 Punkte. Hier ist irgendwo entweder 2 Einsen oder noch eine 2. 3. Ist halt schwierig. Die realistische wäre noch die 5, also die blau von unten. Das ist so spannend. Ja, gut, ist nicht ganz so spannend. Na gut, wir machen das zu Ende. Mathematik ist spannend. Wir kriegen 24 Minuten. Ich hatte ja gehofft, hier ist ein bisschen was anderes. Aber nein. Schade. Na gut. Wenn Miri die Geduld nicht hat. So. Und die Zuschauer natürlich auch nicht. Gehen wir weiter. Also ich soll jetzt nach Norden reisen, hat man mir gesagt. Dann ab die Post. Lauf nach rechts. Du hast dann nach oben. Ja, aber warum läufst du dann nach links? Weil ich dachte... Hast du denn, gesagt, nach Azuria City in der Stadt. Norden. Nee, du musst erstmal zurück zu der Stadt, aus der wir gerade kamen. Bedeutet hier nach rechts, genau. Ja, das habe ich so nicht verstanden. Okay. Dann nach Norden. Das ist in Ordnung. Ich finde nur die Reaktion, ich muss nach Norden, also nicht nach rechts, sondern nach links, finde ich wieder sehr, sehr gut aussagekräftig. Bahnhof. Ja, da ist eine Bahn. Ah. Und die steht an einem Hof. Oh, das ist neu, Magie. Magie gibt's auch. Guten Hallo. Guck mal, jetzt ein Unterwasser. Hallo. Die Straße zum Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Gut, okay. Kann ich da nicht hoch? Die Wand ist sehr steinig. Kann ein Pokémon sie bezwingen? Nö. Stimmt, wenn du Kraxler kannst. Kraxler? Okay, ich bin. Warum sind die Städte so schnell zu erreichen? Hä? War früher auch schon so übrigens. Okay. So, wo ist die Nuggetbrücke? Im Norden doch auch, oder nicht? Ja, müsste da oben sein. Hier. Hallo!
kämpft. Wir verbringen hier gerade einen romantischen Augenblick zu zweit. Also sei still. Ja, okay, den also ehrlich. Nicht mehr. Lass doch die Leute in Ruhe. Das ist Route 24. Ja, ich fange mal an Pokémon. Brauche ich nicht fangen. Wie traurig. Traurige Erdbeere. Verbrenn es. Nein, fliehe. Wärst du jetzt nicht entkommen, es hätte Explosion eingesetzt, wäre ich sauer gewesen. Genau. Stell dir vor, wenn auf einmal so ein Wampel vor dir einfach platzt. Oh, das haben wir schon. Toll. Also ich habe immer mehr das Gefühl, wir müssen einfach nur zu den Focus-Centern hin, zu den Arenen hin. Kann das sein? Dann gibt's nichts anderes Laudi, zu tun. Unten müssen noch mehr Pokémon sein. Ich will aber nicht. Es ist voll langweilig, Level 10 Pokémon zu fangen. Hä? Aber du hast sie doch. Achso, du hast sie. Stimmt. Ja, da. Klebedeck! Yay! Yay! Du hast ihn gar nicht gefangen. Toll. Hagelalarm! Wächst doch vorher mit einem Erdbeben, ne? Okay, ich kann auch Meisterball einsetzen. No? Falls das für euch okay ist. Ganzen guten Ideen. Ja, machen wir mir das erstmal nach. Drin, übrigens, drin. Es gibt einen YouTube-Kanal, der Herr von Zock heißt, aber der kümmert sich eher um antike Uhren. Oh. Hä? Ja, das hat ja nicht ganz so viel mit Pokémon zu tun. Das mit Glücksspiel. Wobei, vielleicht kauft ihr irgendwelche Uhren und hofft, dass sie wertvoll sind. Ah, ja. Möchtest du sehr, ja. Stimmt, ihr habt ja. Ja, gut, dann heißt es jetzt böse Katze, ne? Böse Katze. Vor allem, weil Katze das Ding ja immer fangen wollte, passt das schon. Passt das rein? Ja, stimmt. Schade. Ich habe das Gefühl, wir sind sehr unproduktiv hier in Kanto, aber das kann mir nur so vorkommen. Erich ruft an. Erich. Oh, Professor Eich sagt, das ist nicht der richtige Zeit. Nicht angeln. Erich, mit Erich telefonieren. Ich hab's gesehen! Wie du an Bord des Schiffs gegangen bist. Gegangen! Mit dem Meer und ich kann gar nicht genug davon bekommen. So gut sieht das aus. Ich hasse es, bei dir auflegen zu müssen. Also dann, bis demnächst einmal. Der gibt mir ganz negative Vibes irgendwie. Oh, willst du kämpfen? Bitte, ja! Hallo! Trainer, besiege alle 6 Trainer und ich habe einen wunderbaren Preis. Was meinst du? Glaubst du, du hast das Zeug dazu? Ja, ich habe Trainer gefunden. Oh, er hat einen Pokémon. Er ist ein Kind. Er ist ein Weightlifter, Kate. Builin. Oh, das kann Cameron mal ausnahmsweise nicht machen. Wasser-Pokémon. Gut, dass wir Superfischi haben. Supi-Fischi. Ist das auch Eis? Nein, ne? Ist nur Wasser. Oha. Hab mich nass gemacht. Danke fürs Baumgießen. Ja, was soll ich tun dagegen? Hier, ich beiß dich. Oh. Nachmacher! Aber er hat es zuerst eingesetzt. Ja, ehrlich. Ja, deswegen bist du der Nachmacher. Ja, das stimmt. Ist wahr. Ey! Don't do that! Na, ob es jetzt noch mit dem nächsten Schlag reicht? Nee. Das beißt mich schon wieder. Mit einem KP überlebt es vielleicht. Oh je, das war's jetzt. Och, Mann. Jetzt muss er critten oder bist du weg? Zufallswert. Danke an dieser Stelle. Ich hasse es, aber wir haben einen Ruckzuckhieb. Was? Ein Ruckzuckzi. Ruckzi-Zuckzi. Nice. Woll. Superfischi kriegt XP, Superfischi und Blauli auch. Level up für Blauli. Wow, gut gemacht. Ja, danke schön. Ich habe mir Mühe gegeben. Ah. Willst du kämpfen? Hallo, ich bin Nummer 2. Jetzt wird's ernst. Und es kommt noch härter. Wir wollen über die Erde regieren. Ah, fast. Oh, die hat 2 Pokémon. Ich sag jetzt nicht, das geht immer hoch mit den Pokémon. Oh nein. Oh nein.
Ein Burmi. Weißt du noch, als ich versucht habe, unser Burmi umzubringen? Nein. Du meinst immer. Du hast nichts anderes gewollt, das ganze, unser ganzes Erste. Ja, und dann Teil ist nicht mehr bei mir Play. Gestorben. Burmi ist auch gar nicht gestorben. Wir haben dir das nur gesagt, das ist jetzt im Pokémon-Schutzprogramm. Oh. Wir haben den Tod inszeniert. Das ist jetzt auf einem anderen Speicherstand in Sicherheit. Weiterkämpfen. Pokémon wechseln, hast du gesagt? Ja. Blaulimasen. Aber es ist gefährlich. Verbrenn das Gift. Und jetzt Erdbeben. Nein, bestimmt nicht. Warum bist du das so negativ eingestellt? Weil du mich verarschst, darum. Nein. Aber nur ein bisschen. Doof. Ich finde das heute lustig. Level 18. Ja, lustig. Oh, das entwickelt sich jetzt. Ja. Halt. Sag, Arceus. Arceus. Ich das wünsche ich mir toll. Einen Vielleicht Drachen. Vielleicht funktioniert das Randomizen einfach in Kanto nicht mehr. Ah, ein Despoter. Also, das Pupanze heißt das? Pupita. Oh, wow. Pupanze ist nochmal was anderes. Entwickelt sich das direkt im nächsten Level? Entwickelt sich jetzt bei Level 100 weiter. Was? Ja, das ist ein Pupita, das entwickelt sich auf Level 50 oder so. Ach du Scheiße. Ah, schön. Kannst einfach wegwerfen. Ich bin Nummer 3, mich besiegst du nicht so leicht. Oh. Hat er auch 3 Pokémon? Komm. Im Stil des... Nee, hat er nicht. Na gut. Also ich zähl 2. Ganz schön viele Weightlifter unterwegs. Es ist eine Wheelie. Das ist aber auf jeden Fall ein Pflanzen-Pokémon. Brenn das Pflanzen-Pokémon. Das Blume, Alter. Die nimmt auch keiner freiwillig ins Team, oder? Ah, voll Rio. Ja, was hast du wieder für eine Beere gegen Status-Effekt? Könnt ihr mal aufhören, mich zu verarschen die ganze Zeit? Nö. Ich mochte Cameron Miri. Ich habe ihn echt gemocht. Ja. Ich auch. Du machst das schon, Cameron. Cameron, ich glaub an dich. Oh. Cameron ist verwirrt. Ah. Willi, stirb. Cameron, mach das ordentlich. Mann, warum geht das denn hier mal nicht? Blolli, bevor du das jetzt wirklich übernimmst, du weißt, dass es nicht Willi heißt, oder? Aber es macht Spaß. Das ist eine Willie. Nein, das ist Willi. Weil Blume Lilie, ne? Das ist eine Willi. Nein, Willi. Willi! Da steht Willi! Der gute Hunddämon. Willi! Ich meine, man darf ja Pokémon-Namen so aussprechen, wie man will, genau. Aber Willi finde ich schon hart an der Grenze eigentlich. Ja, aber das ist wie Brethering. Das ist, da kommst du im ersten Moment nicht drauf. Kennt ihr Brethering von Rocket Beans? Nein. Da hat jemand gesubbt, der hieß Brethering. Wie würdest du das aussprechen, das Wort? Ja, war sich sicher, es heißt Brethering. Was dran stand, war Brathering. Sag mal, wie kann man denn eigentlich nur so strunzendumm sein? Wie kann ein Trainer so auf das Pokémon abfärben, ist meine Frage. Das arme Cameron, du gibst ihm falsche Signale. Ja, es ist strunzendumm. Donny sagt, greif links an. Cameron greift links an. Blauli hat nach rechts gezeigt. Der es Kampf ist einfach verwirrt. Ja, danke schön. Ja, Mann, jetzt geht der Angriff auch rein. Oh, herrlich. So ist das fein. Willi wurde besiegt. Wie spricht man das aus? Willie? Ja, wie eine Lilie, nur halt in dem Fall ist es eine Willie. Ah, wie? Die Lilie, ah. Genau. Blauli. Guck mal, hier geht Grimasse. Wollen wir mal gucken, was können wir denn für Grimasse vergessen lassen? Ja, Tagedieb. Wieso kommst du als erstes auf Tagedieb? Weil das nicht gut ist. Weil er die Attacke aber noch nie Gainer. Gehört hat. Nein, ja, aber Gainer ist ganz gut. Ein. Ah ja. Kravums! Kann ich drinbleiben? Ja, ne? Okay. Das war normal, wenn ich mich nicht täusche. Ja.
wäre. Kann ich also, du auch. Kannst das wegnuken, aber du kannst theoretisch Superfischi nehmen. Ja, aber Superfischi hat halb HP. Ja, dann nimm nicht Superfischi, dann mach Erdbeben. Superfischi. Möge die Macht mit dir. Haha, daneben. Sein. Ist ja auch jetzt genug schon von mir da daneben gegangen mit den ganzen verwirrenden Dingern. Der Coinflip war nicht auf meiner Seite. Ja, das war wirklich weggenugt. Ja, vielleicht sollten wir den EP-Teiler dann gleich, wer auch immer nach mir wieder dran ist, in der Folge in den Miri, vielleicht den ja richtig verteilen und den Pokémon aus dem Team nehmen, was nichts bringt. Genug und vorbei. Denn Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt noch ganz fix rüber in die City zurück, damit Miri nicht mit einem Halbtoten-Team kämpfen muss. Das ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass die Nuggetbrücke mittlerweile richtig vergoldet ist. Das ist halt schon hart, ne? Die hatten wohl ein bisschen viel Geld über, würde ich sagen. Die dachten sich dann so, es hieß früher Nuggetbrücke, wenn man ein Nugget am Ende bekommen hat. Lass die mal vergolden. Der alten, das ist die Arena! Wollte ich gar nicht rein. Ich hab halt keinen Bock mehr mit euch zu spielen. Ey, die lassen das Projekt beenden. Die geht mir auf den Piss. So Leute, morgen ist die nächste Folge von Miri. Da könnt ihr gerne weitergucken, ob sie die Top 6 da oben besiegt. Danke fürs dabei sein und bleibt schön feurig. Tschüss. Tschüss.